Okay, ich weiß, ihr habt es euch alle schon gedacht, aber ich wollte mich persönlich auch nochmal dazu äußern. Also, Chiara und Ava werden Essen verlassen und somit werden Alex und ich nicht mehr vor der Kamera für AWZ stehen. Ich weiß nicht. Was denkst du? Mich hast du voll überzeugt. Wie es die Fans wohl aufgenommen haben. Es ist wirklich offiziell. Es war kein Wunder, denn es wurde uns schon prophezeit. Es ist wirklich offiziell. Ich kann es einfach nicht glauben. Die zwei gehen. Nein, bitte nicht. Ich schau noch mal nach, das kann nicht sein. Das ist wirklich wahr. Ich hab's doch gesagt, dass sie gehen werden, aber du wolltest nicht hören. Ich wollt's nicht von dir hören, ich wollt's von ihnen hören. Ich erklär dir jetzt mal was. So ist nun mal meine Reaktion. Ich bin sauer und enttäuscht wegen den beiden. Die sind lieb, cool, sehen gut aus, spielen klasse, stecken Herzblut rein und hauen dann ab. Die wissen gar nicht, was sie mir damit antun. Die wollen aufhören, okay? Dann sollen sie halt. Diese Bitch. Au. So eine liebevolle Begrüßung, ne? Sorry, ich meinte nicht dich, sondern Lola. Ich werde die beiden so schrecklich vermissen im Fernsehen. Ihr habt keine Ahnung. Die zwei haben mir so geholfen, aus einer Scheißphase rauszukommen. Ich freue mich wahnsinnig für die zwei. Ich finde es total schade, aber die zwei sind einfach so gut. Die können noch so viel erreichen. Alex und Laura, dass ihre Träume in Erfüllung gehen. Ich will gar nicht erst an morgen denken. Ach komm, jetzt denk nicht an morgen. Die zwei sind ja nicht ganz aus der Welt. Nee, danke, ich habe keinen Appetit. Gibt's irgendwas, das ich machen kann, damit du dich entspannst? Noch 5 Minuten. Oh, endlich. Ich warte schon die ganze Zeit auf das Klingeln. Wie lange bist du schon wach? Ein bisschen länger. Aber du kannst ja noch weiter schlafen. Nein, bleib noch hier. Ich kann nicht. Ich wollte noch ganz viel für heute Abend vorrichten. Let's do this. Yes, komm. Ein noch, komm. Komm, komm, komm. Tell me I'm in love, you dream.
Love is in the air. Everywhere I look around. Das war die beste Ablenkung. Auf die letzte Folge mit Chiara. Auf das Happy End. Viel besser. Da bin ich. Oh, ihr seid so verrückt. Auf Chiara. Leute, es ist soweit, die letzte Folge im Fernsehen. Ja, es ist wirklich soweit. Irgendwie, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Viel Spaß allen beim Schauen. Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross sagt, wir alle durchleben während des Sterbens oder nach einem schweren Verlust 5 Phasen der Trauerarbeit. Wir wollen den Verlust zunächst nicht wahrhaben. Das war's mit Chiara. Ja. Und was jetzt? Wir werden auf jeden wütend, aber auch auf uns selbst. Und dann verhandeln wir. Wir bitten und flehen um Hilfe. Wir würden alles geben, was wir haben, unsere Seele opfern, wenn uns dafür auch nur ein Tag Aufschub gewährt werden würde. Die vierte Phase. Depression. Verzweiflung. Dann lassen wir los. Wir lassen los und nehmen unser Schicksal an. Wir haben jetzt sturmfrei und tanzen den Frust jetzt einfach weg. Ich bin nicht Frust. Okay, ja, komm. Auf Laura und Alex und ihre nächsten Projekte. Und dass sie uns hoffentlich daran teilhaben lassen. Cheers! Cheers! Cheers.